Was steckt hinter der Idee eines regionalen Pflegepools? Dass es in der Pflege einen Fachkräftemangel gibt, ist ja bekannt. Den gab es auch schon vor der Corona-Pandemie. Aber die Situation verschärft sich durch die aktuelle Lage nur noch weiter. Um die Altenpflege- und Behinderteneinrichtungen sowie die ambulanten Pflegedienste in der Krisenzeit bei Bedarf schnell unterstützen zu können, hat sich die Führungsgruppe Katastrophenschutz dazu entschlossen, einen Pflegepool für die Stadt und den Landkreis Coburg einzurichten. Dieser Pflegepool dient dazu, dass sich Personen mit einer Ausbildung im Bereich Pflege freiwillig melden können, um in dieser krisenhaften Situation mitzuhelfen. Wer kommt hierfür konkret in Frage? Gesucht werden Personen, die eine Ausbildung im Pflege- und Gesundheitsbereich absolviert haben, derzeit jedoch nicht oder in Teilzeit tätig sind. Der Aufruf richtet sich konkret an Männer und Frauen in den Berufen Altenpflege, Altenpflegehelfer, Krankenpfleger, Pflegehelfer, Kinderkrankenpfleger, Fachkräfte zur Pflegeassistenz, Arzthelferinnen und Arzthelfer, Zahnarzthelfer, operationstechnische Assistenten, Heilerziehungspfleger, Logopäden, Ergotherapeuten und auch Physiotherapeuten, die insbesondere in der Beschäftigung der Senioren zum Einsatz kommen können. Wo kommt das Pflegepool-Personal zum Einsatz? Die Freiwilligen werden sowohl im ambulanten als auch im stationären Pflegebereich eingesetzt. Dabei geht es nicht nur um Pflege im klassischen Sinn, sondern auch um Beschäftigung von Pflegebedürftigen. Darüber hinaus stehen wir auch im engen Austausch mit dem Klinikum. Wie erfolgt die Vermittlung des Personals? Die Einrichtungen und Dienste, die wegen der Corona-Krise besonderen Bedarf haben, wenden sich an unseren Pflegepool. Gemeinsam mit den jeweiligen Verantwortlichen des Trägers und der zuständigen Behörde wird geklärt, für welche Tätigkeiten Unterstützung benötigt wird. Daraufhin schauen wir, welche Personen, die sich bei uns für den Pflegepool gemeldet haben, passen könnten und vermitteln diese an den Träger. Erhalten die freiwilligen Helfer eine Vergütung oder Ähnliches? Dies kann ganz unterschiedlich sein, je nach Einsatzart und Dauer. Nach der Vermittlung klären die Helfer eine mögliche Vergütung oder Aufwandsentschädigung mit dem Träger, bei dem sie eingesetzt sind. Ist so ein Pflegepool auch über die Corona-Zeit hinaus eine Möglichkeit, um auf den Personalmangel in der Pflege zu reagieren? Wir freuen uns, dass in dieser schwierigen Zeit so viele Menschen bereit sind, freiwillig in der Pflege auszuhelfen. Der Pflegepool ist für die Zeit der Corona-Krise ins Leben gerufen worden. Momentan ist noch nicht absehbar, wie lange uns die Situation noch herausfordert. Solange wird der Pflegepool auf jeden Fall noch bestehen. Deswegen brauchen wir auch weiterhin engagierte Menschen, die sich über unser Portal pflegepool-coburg.de melden.